Hallo und herzlich willkommen in unserer Wirtwerkstatt. Heute habe ich dabei unsere Stichsäge, die STP 140 Exakt. STP für Stichsäge 140, das bedeutet, ich habe eine Schnitttiefe von 140 mm in Holz, beziehungsweise in Stahl kann ich bis zu 10 mm und in weicheren Werkstoffen, in Aluminium beispielsweise, in allen Nicht-Eisenmetallen, kann ich bis 20 mm bearbeiten mit dieser Maschine. Exakt. Das bedeutet, wir haben hier eine Exaktführung. Das Sägeblatt wird hier unten nochmals geführt. Das heißt, es hängt nicht frei in der Luft. Ich habe einen geraden, einen exakten Schnitt mit der Maschine. Kommen wir mal zu den Funktionen. Wie wir es von Wirtmaschinen, von Mastermaschinen gewohnt sind. Wir haben eine Anschlussleitung von 4 Metern. Das ist bei allen Maschinen so, auch so natürlich bei der Stichsäge. Hier hinten am Gehäuse ist dann die Drehzahlregulierung. Je nachdem, mit was für einem Material ich arbeite, muss ich eventuell die Drehzahl anders einstellen, kann ich hier an diesem Rad machen. Maschine liegt sehr gut in der Hand. An den Bereichen, wo sie griffig sein muss, ist hier überall so eine Gummiauflage, dass sie schön sicher in der Hand sitzt. Anschalten tun wir sie hier an diesem Schalter. Der Schalter hat auch gleichzeitig einen Wiederanlaufschutz. Das möchte ich ganz kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Zwar, ich mache jetzt die Maschine an, ziehe dann den Stecker, stecke ihn wieder ein und dann wird man sehen, dass die Maschine nicht mehr automatisch anläuft. Zeige ich ganz kurz. So, jetzt ist sie ausgesteckt und wenn ich sie jetzt wieder einstecke, dann läuft sie nicht mehr automatisch an. Dann muss ich erst wieder hier ausschalten. Und dann wieder einschalten, dass es funktioniert, also ein Sicherheitsaspekt für diese Maschine. Hier oben am Gehäuse, dieser rote Knopf hier, ist die Beleuchtung. Dreh es mal um. Man sieht, also habe ich eine schöne Beleuchtung auf meine Arbeitsfläche. Wenn ich mir einen Schnitt angerissen habe oder wie auch immer, kann ich alles ganz gut erkennen mit diesem Licht. Ich mache es wieder aus. Hier vorne ist dann der Schnellspannmechanismus. Das bedeutet, ich muss ein Sägeblatt nicht mehr mit einer Schraube fixieren. Ich kann hier einfach diesen Hebel öffnen, Sägeblatt einspannen, zumachen und fertig ist es. Nächster Punkt, hier eine Pendelverstellung, ein Pendelhub hat die Maschine. Ich kann den Pendelhub entweder ganz ausschalten, da gehe ich hier ganz zurück, oder habe verschiedene Stellungen, also Stellung 1, 2 oder 3, je nachdem, wie eben mein Anspruch an meine Oberfläche, an meine Schnittqualität sein soll und wie schnell der Arbeitsfortschritt sein soll. Hier unten, dieser untere Hebel, das ist nicht eine Absaugung, sondern eine Abblasvorrichtung. Das bedeutet, die Motorluft wird umgeleitet und kommt dann unten aufs Werkstück. Hier haben wir ja meistens irgendwelche Späne vom Sägen. Die Luft bläst dann auf diese Späne, sodass sie zur Seite weggeblasen werden, dass ich immer einen freien Sicht auf mein Werkstück habe. Dann kommt es häufig vor, dass ich mit so einer Stichsäge auch mal einen Schrägschnitt machen muss, beispielsweise 45 Grad. Dann habe ich hier hinten einen Hebel, den kann ich öffnen und kann dann hier unten diese Platte einfach nach hinten drehen und schnell mit einem Handgriff verstellen. Ich muss also keine Schrauben mehr öffnen oder sowas. Ich habe die Maschine im Handumdrehen eingestellt. Ich drehe es nochmal um, da ist auch eine Skala dran, dass man das nochmal sieht. Hier hinten habe ich dann eine Skala von 0 bis 45 Grad, dass ich auch hier schon meine Winkel ablesen kann. Ich hoffe, man kann es erkennen. So sieht man es, denke ich, ganz gut in der Kamera, also hier zum Schrägstellen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich mal, wenn es irgendwo sehr, sehr sauber oder so zugeht, dass ich auf der Baustelle auch mal mit einer Absaugung arbeiten muss, also nicht mit dieser Späne-Ablasvorrichtung, sondern mit einem Staubsauger. Wir haben hier einen Adapter mit dabei, im Lieferumfang mit drin. Das ist hier dieses Kunststoffteil, ist beweglich, wird einfach hier unten auf den Fuß aufgesteckt, eingerastet und dann bin ich beweglich nach allen Seiten. Hier wird mit einem Adapter dann unser Staubsauger angeschlossen. Das bedeutet, dann kann ich schön arbeiten, ohne dass viel Späne dann irgendwo in der Gegend umherfliegen. Zum Entfernen einfach wieder hier ein bisschen nach oben drücken und dann nach hinten rausnehmen. Und schon kann ich wieder ohne Absaugung arbeiten. Wir haben einen Späne-Ausreißschutz dabei. Das ist dieser hier. Können wir unten auf die Platte drauf machen. Kann man hier so drauf schieben. Das bedeutet, wenn ich mit Werkstücken arbeite, mit einer empfindlichen Oberfläche, mit beschichteten Platten, Resopalplatten beispielsweise, und ich meinen Pendelhub ganz herausnehme, dann arbeite ich auch gerne noch mit so einem Ausreißschutz, dass ich eine möglichst gute Oberfläche habe. Auch das ist im Lieferumfang mit drin. Wichtig noch bei der Absaugung, wenn ich mit der Absaugung arbeite,
dass ich dann noch diesen Schutz, der ebenfalls mitgeliefert wird, hier vorne eben aufbringe auf die Maschine, dass die Späne auch tatsächlich in der Absaugung hinten landen. Jetzt habe ich hier die Stabvariante gezeigt. Das Ganze gibt es auch als Bügelvariante. Viele arbeiten gerne auch mit einer Bügelsäge. Auch das haben wir da. Die zeige ich auch noch ganz kurz. Gleiche Maschine, nur als Bügelvariante. Unsere beiden Exaktmodelle. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren mit den beiden Maschinen.